اشرقت نفسي بنور من فؤادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Das ist jetzt die dritte Folge vom Wort zum Freitag. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass es uns die Chance gibt, das noch öfter durchzuführen. Worüber wir heute berichten, es ist im Moment nicht so viel in den Medien über die Muslime berichtet worden, weil wir haben alle gehört von diesem Inzesttäter, der seine Tochter jahrzehntelang vergewaltigt hat. Ja? Und das war leider kein Muslim gewesen. Deswegen konnten die Medien noch nicht erzählen, dass es Muslim war. Übrigens, hat schon mal jemand gehört, welche Religion der Mann hat? Hat man bisher noch nichts von gehört. Ich denke mal, wenn er Muslim gewesen wäre, hätte man bestimmt was gehört. Vielleicht liegt das ja am Islam, dass er seine Tochter vergewaltigt hat. Aber er war anscheinend kein Muslim, deswegen hat man noch nicht darüber berichtet. Ja, die Diskriminierung der Muslime in Deutschland geht weiter. Und ein Exemplar davon habe ich jetzt hier. Ja? Es geht um einen Fall. Ich lese es einfach mal vor. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Stellungnahme eines der Rechtsanwälte der Kläger zu der Entscheidung des Verwaltungsgerichts Düsseldorf im Falle der Befreiung eines muslimischen Mädchens vom ködukativ erteilten Schwimmunterricht vom 7.05.2008. Also es geht darum, dass ein Mädchen sich, so wie es eigentlich in Deutschland sein sollte, vom Schwimmunterricht befreien kann, weil es im Islam befreien darf, weil es im Islam ganz deutlich ist, dass übrigens sowohl Männer als auch Frauen, ja, nicht die Aura, das heißt die Scham von einem anderen Mann, verheiratet sind, ja, sehen dürfen. Und genauso die Frau darf natürlich auch nicht gesehen werden, der Mann darf auch nicht mit der kurzen Schwimmhose im Schwimmbad rumlaufen, aber okay. Darum geht es. Normalerweise reden wir immer so schön von Religionsfreiheit, aber wir sehen ganz eindeutig, dass es gravierende Einschränkungen in der Religionsfreiheit hier in Deutschland gibt, weil es gibt beispielsweise in Deutschland auch Exemplarfälle, wo sich christliche Mädchen, die einer bestimmten Gruppe von Christen, vom Christentum angehört haben, vom Schwimmunterricht, also die Befreiung vom Schwimmunterricht forderten und das wurde ihnen genehmigt. Aber bei den Muslimen, im Zuge des Versuchs, die Muslime zur Assimilierung, jetzt bin ich total durcheinander gekommen, die Muslime dazu zu zwingen, sich zu assimilieren, sieht man halt immer wieder, wie man immer wieder versucht, dreckige Wäsche zu waschen und wie man versucht, Leute dazu zu zwingen, etwas zu tun, was sie mit ihrem Glauben nicht, was mit dem Glauben nicht vereinbar ist. Ja? Ich lese mal weiter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Liebe Geschwister im Islam, das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat heute die Klage eines muslimischen Mädchens, welche die Befreiung vom ködukativ erteilten Schwimmunterricht aus religiösen Gründen beantragt hat, zurückgewiesen. Ich möchte klarstellen, dass das Urteil keinerlei Relevanz auf andere Fälle muslimischer Mädchen entfaltet, die in der Vergangenheit vom Schwimmunterricht befreit wurden oder zukünftig vom Schwimmunterricht befreit werden möchten. Es handelt sich um eine Einzelfallentscheidung. Warum erwähnt der Bruder das? Er erwähnt das, weil in der Zeitung jetzt davon die Rede war, weil wir wissen ja, wie die Medien politisch korrekt nichts Gutes über den Islam erzählen dürfen und immer versuchen, den Islam in ein schlechtes Licht zu drücken und wie sie versuchen, die Botschaft zu entstellen und den Muslimen zu schaden. Ja? In den Medien stand jetzt, dass dies Relevanz habe für andere Fälle. Das heißt, die muslimischen Mädchen ganz Deutschland können jetzt davon ausgehen, dass ihr Schlaumeier-Lehrer oder die Schlaumeier-Lehrerin in den nächsten Tagen auf sie zukommen wird und wird sagen, ja, jetzt musst du auch mitspielen. Wie gesagt, dieser Fall hat keinerlei Relevanz für irgendein Mädchen in Deutschland, sondern nur für dieses Mädchen, weil es eine Einzelfallentscheidung ist. Also nicht von den verlogenen Lehrern und Lehrerinnen in den nächsten Tagen beeinflussen lassen, sondern sie darauf hinweisen, dass es nur eine Einzelfallentscheidung ist. Er schreibt weiter, maßgeblich ist nach wie vor ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahr 1993.
Hiernach ist ein Mädchen vom geschlechtergemischten Schwimmunterricht zu befreien, wenn es wegen der Bekleidungsvorschriften des Korans im Falle der Teilnahme am Schwimmunterricht in einen Gewissenskonflikt geraten würde. Komisch. Was mich immer so wundert, ist der Widerspruch. 1993 sagt man, ja, dass das Mädchen vom geschlechtergemischten Schwimmunterricht zu befreien ist, das Bundesverwaltungsgericht. Aber heute sagt man, nee, das ist nicht, es geht weiter. Das Bundesverwaltungsgericht hat in der Entscheidung darauf hingewiesen, dass es stets auf den Einzelfall ankommt, okay. Die Entscheidung, die am heutigen Tag getroffen wurde, ist eine solche Einzelfallentscheidung und hat keinerlei präjudiziale Wirkung im Hinblick auf andere Fälle. Das heißt, nur weil hier eine Befreiung nicht ausgesprochen wurde, kann nicht der Schluss gezogen werden, dass eine Befreiung in einem anderen Fall auch nicht ausgesprochen werden muss. Nur was ich so traurig finde, und die Leute vom Verwaltungsgericht in Düsseldorf, die sollten sich was schämen, ist, dass hier versucht wird, Menschen dazu zu zwingen, Dinge zu tun, die gegen ihre Religion sprechen. Dinge zu tun, die keinem Menschen schaden. Denn es schadet keinem Menschen, wenn dieses Mädchen nicht am Unterricht teilnimmt. Nur diesem Mädchen schadet es, Gewissenskonflikte und Sünde, und ist eine Beeinträchtigung der Religionsfreiheit, und zwar ganz eindeutig, ja, und deswegen sollten sich die Leute was schämen, ja. Das Bundesverwalt, so, es geht weiter. Bei dem Urteil handelt es sich zudem um ein Urteil eines Verwaltungsgerichts der untersten Instanz. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, das sieht man an dem Urteil, das unterste Instanz. So, das Gericht hat hier eindeutig unter Außerachtlassung der seitens des Bundesverwaltungsgerichts aufgestellten Maßstäbe eigenmächtig eine politische Entscheidung getroffen. Das Bundesverwaltungsgericht ist unter den Verwaltungsgerichten die höchste Instanz. Maßgeblich sind daher nach wie vor die Maßstäbe des Bundesverwaltungsgerichts, das sich ganz klar für eine Befreiung ausgesprochen hat. Also das Bundesverwaltungsgericht, ja, das spricht sich ganz klar für eine Befreiung aus. Nach deutschem Grundgesetz gibt es Religionsfreiheit. Aber hier sehen wir, dass halt das Verwaltungsgericht in Düsseldorf da anscheinend eine andere Meinung hat. Deswegen nicht unterdrücken lassen. Das Urteil vom heutigen Tag selbst ist unter Missachtung von bedeutenden Verfahrensgrundsätzen zustande gekommen und verdient von daher nicht unsere Beachtung. Das kann ich mir gut vorstellen. Nach all dem kann und muss ich allen muslimischen Mädchen empfehlen, auch weiterhin die Teilnahme am Schwimmunterricht zu verweigern und sich nicht in die Irre führen zu lassen. Richtig. Wenn Lehrer unter Verweis auf das Urteil vom heutigen Tage die Teilnahme am Schwimmunterricht fordern werden. Bitte weist diese Lehrperson darauf hin, dass es sich hier um eine Einzelfallentscheidung handelt und schwimmt nicht mit. Möge Allah euch belohnen. Yahya. Minge Fründ. Der Yahya. Jedenfalls, ich wollte noch mal kurz auf einige Sachen zu sprechen kommen, ja, was man hier wieder eindeutig sieht, und das habe ich schon vor mehreren Jahren betont, und es wird immer schlimmer, weil die Medien, die haben es halt geschafft, dass der Islam eine Religion ist, die nur anerkannt ist, wenn der Islam nicht praktiziert ist. Das heißt, der Muslim, der mit dem Islam nichts zu tun hat, der Muslim, der Schweinefleisch frisst, der in den Puff geht, der alle möglichen schlechten Dinge macht, das ist ein guter Muslim. Übrigens, Puff ist kein schlechtes Wort im Deutschen, das ist ein ganz normales Wort, wie Bordell. Ja, diese Muslim, weil einige Leute, die kapieren das leider nicht. Wie gesagt, dieser Muslim, das ist ein guter Muslim, ja. Aber der Muslim, der ja kein Schweinefleisch isst und der nur etwas praktiziert, das ist der potenzielle Selbstmordattentäter. Und deswegen muss man diese Entwicklung im Keim ersticken. Und dazu gehört, dass man jetzt unschuldige Mädchen unterdrückt in der Schule und sie dazu zwingt, beim Schwimmunterricht teilzunehmen. Die Schlauberger sollten sich mal bewusst sein, dass es für ein muslimisches Mädchen, das zum Schwimmunterricht gezwungen wird, für sie ist es ungefähr von der Schamgrenze so, als wenn man irgendeine Frau dazu zwingt, splitterpudelnackt, ja, irgendwo aufzutauchen, ja, und wenn man zum Beispiel zu irgendeiner Frau sagen würde, die muss jetzt mit Männern splitternackt zusammen schwimmen gehen. Ich denke, viele Frauen hier in Deutschland, ja, es gibt natürlich einige, die gegen FKK nichts dagegen haben, ja. Die joggen sogar FKK-mäßig über den Strand. Aber eine ganze Gruppe von Frauen und Männern hat etwas dagegen.
und würde sich schämen, bei FKK mitzumachen. So, im Islam wird die Schamhaftigkeit gefördert, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Und für so ein Mädchen ist es halt so, als wenn sie dazu gezwungen wird, sich poolnackt auszuziehen und sich in eine Klasse zu setzen. Vielleicht sagt man ja in ein paar Jahren, ja, im Sommer sollen alle splitternackt rumlaufen, damit es keine Diskriminierung mehr bezüglich der Klamottenmarke gibt. Ja, und dann muss man sich halt eben splitternackt ausziehen, weil in Deutschland gibt es ja einen Wert, es wird immer davon geredet, die deutschen Werte, die deutschen Werte, die deutschen Werte, die Muslime müssen sich an die deutschen Werte anpassen. Da frage ich, welche Werte? Welche Werte sind denn typisch deutsch? Ist es jetzt typisch deutsch, in den Swingerclub zu gehen? Oder ist es typisch deutsch, dass man seiner Ehefrau fremd geht? Oder ist es typisch deutsch, was ist typisch deutsch? FKK-Strand in Zinnowitz, Mecklenburg-Vorpommern, was ist typisch deutsch? 1974 war in Deutschland Homosexualität verboten. Heute kann man bald heiraten. Ist es typisch deutsch? Ist jetzt Homosexualität typisch deutsch? Oder war sie vor 1974 der Verbot von Homosexualität typisch deutsch? Man soll sich mal entscheiden, was ist typisch deutsch und auf welche Werte legt man Wert, wenn man die jede Woche verändert? Ja, im Islam sind die Werte festgegeben, vom Tag, wo der Prophet mit der Botschaft fertig war, bis zum jüngsten Tag. Und da ist nichts dran zu rütteln, weil es von Gott herabgesandt wurde. Aber auf welche Werte legt man Wert? Und gegen welche Werte verstößt der Muslim? Aber man verstößt gegen seine eigenen Werte, indem man Menschen dazu zwingt, etwas zu tun, was einen psychischen Schaden für sie verursachen kann. Ja, und was ihnen wehtut. Wir haben es mit Gewalt in verschiedenen Formen zu tun. Es gibt einmal die physische Gewalt, das ist, wenn ich jemandem ins Gesicht haue und ihm die Nase breche. Ja, und dann gibt es die psychische Gewalt. Zum Beispiel, dass ich jemanden dazu zwinge, der sich schämt, sich splitternackt auszuziehen und durch die Fußgängerzone zu latschen oder zu laufen. Das ist eine psychische Gewalt. Deswegen haben auch die amerikanischen Soldaten, ja, in Abu Ghraib, diese Leute splitternackt ausgezogen, weil das eine psychische Gewalt ist. Für ein muslimisches Mädchen, das diese Form von Werten hat, die man eigentlich auch im Christentum haben sollte, ja, wenn man zur Bibel zurückkehrt. Ja, man braucht sich nur die Briefe vom Apostel Paulus an Timotheus anzusehen. Ja. Für sie ist das eine psychische Gewalt, die auf sie ausgewirkt wird. Genau wie für einen Mann, der dazu gezwungen wird, in der Schwimmhose rumzulaufen. Das Problem ist hier nur, dass man die Frechheit besitzt, dann irgendeinen Muslim herauszupicken, der mit dem Islam gar nichts zu tun hat, ja, der Currywurstfresser mit dem Kölsch in der Hand, und dann sagt man, hier, was willst du? Guck, wir haben doch die Lale, ja, und die Lale, die ist Gogo-Tänzerin in der Disco, und die tanzt doch nackt Lambada, und die hat schon im Pornofilm als Darstellerin mitgespielt, die ist doch auch Muslimin. Komischerweise, wir können es ja auch demnächst so machen, ja, ich meine theoretisch, es wird immer gesagt, in den islamischen Ländern, die Christen werden verfolgt, diese Lüge, um gegen die Muslime in Deutschland zu hetzen, weil in islamischen Ländern kann gar kein Christ verfolgt werden, selbst wenn es jemand machen wollte, kann er es gar nicht, weil der Christ von der ganzen Welt geschützt wird und weil alle islamischen Regionen unter Druck stehen. Es geht also gar nicht, es ist eine große Lüge, und ich habe selber mit Christen gesprochen, aus arabischen Ländern, die mir das bestätigt haben, dass es totaler Quatsch ist, beispielsweise aus Syrien. Aber hier wird halt so getan, wie, ja, guck mal, in den islamischen Ländern. Ich frage, was halten Sie davon, wenn eine Nonne, die davon überzeugt ist, dass das Kopftuch Pflicht ist, dass ihr demnächst gesagt wird, nee, Kopftuch ist bei euch nicht Pflicht, weil wir haben Frauen hier, in Ägypten an Sharm el-Sheikh, die laufen oben ohne rum, deswegen, sie sind auch Christin, sie müssen jetzt oben ohne rumlaufen. Was würde man davon halten? Ja, da sollte man sich mal Gedanken drüber machen. Aber ich glaube, dass leider das Gehirn schon so verdreht wurde und dass diese Gehirnwäsche, oder sagen wir lieber Gehirnverschmutzung, weil Gehirnwäsche ist das, was wir praktizieren, wir säubern die Gehirne, die verschmutzt wurden, ja, von den Medien, die säubern wir wieder von diesen Schwachsinns von den Schwachsinnsargumentationen. Dann geht es weiter mit der Volksverdummung. Ja? Da wird dann jemand, ich nenne ihn jetzt nicht beim Namen, war ich nicht gewesen,
jemand, der in jedem Vortrag erwähnt, dass man keine Anschläge machen soll, dass man friedlich leben soll, dass man auf die Leute zugehen soll, dass man sich gut benehmen soll, dass man nicht kriminell sein soll, der versucht, mit Straftätern zu reden, der versucht, jugendliche Muslime, die sich schlecht benehmen, von der Straße zu holen, und der sehr aktiv ist, möge Allah ihm belohnen, ihm Ikhlas geben, Amin, nicht ich, wie gesagt, jemand anders, der wird von der Zeitung als Hassprediger abgestempelt. Als Hassprediger abgestempelt. Und da sieht man wieder die Zeitung, was sie anscheinend wollen. Sie wollen wahrscheinlich die Menschen von diesen Predigern, die zum Frieden rufen, zu anderen Predigern rufen, die sich nicht in der Öffentlichkeit zeigen, und die dazu aufrufen, die Atombombe in Deutschland knallen zu lassen. Kann ja sein. Es sieht anscheinend so aus. Weil wenn ich sehe, dass ich mit Frontal 21 ein 30-minütiges Interview führe, ja, wo ich gegen Terrorismus rede, und danach sagt man, ja, er redet nicht gegen Terrorismus, keinen Ton, ja, dann weiß man, was los ist. Dann sieht man, dass diese Menschen verlogen sind. Ja, und wir haben das Video da, wir können die Lüge präsentieren. Es wird in der Sendung von Tal 21 gesagt, er redet nicht gegen Terrorismus, aber im Interview, was ich mit denen geführt habe, wo von 30 Minuten zwei Sätze reingekommen sind, habe ich noch dagegen geredet und gesagt, dass das falsch ist. Ja, deswegen sagen wir, lügelt Barone. Dann, das Schlimmste aber der ganzen Sache ist, mit dem Hassprediger, mit dem Bruder, was wird dann gemacht? Die Muslime, und das ist ein Aufruf an die Muslime, wenn sie stand von ihm ab, dann kommt der Moscheeverband in Mainz-Kostheim und sagt, ja, wir entschuldigen uns, dass wir den Herrn so und so eingeladen haben. Entschuldigung, wir laden ihn nie mehr ein. Brüder, lasst euch doch nicht von diesen Übeltätern so einschüchtern. Lasst euch doch nicht so einschüchtern, macht den Mund auf. Denn wenn ihr den Mund nicht aufmacht, dann ist es so, als wenn ihr das akzeptiert habt. Lasst nicht eure Brüder klein machen. Lasst es nicht zu, dass eure Brüder klein gemacht werden. Aus Unschuldsgründen. Dann zum Thema Assimilation. Damit man auch weiß, was das Ziel dieser ganzen Sache ist. Wir als Muslime müssen wissen, Islam ist in Deutschland nicht erwünscht. Und in Deutschland schlimmer als in vielen anderen europäischen Ländern. Jetzt wird sich wieder Karl-Heinz aufregen und irgendein Politiker wird sich aufregen, ja? Ich präsentiere Beweise. Beweis ist, Islam ist nicht als Religion anerkannt in Deutschland, wie beispielsweise in Österreich. Erster Beweis. Zweiter Beweis ist, warum gibt es in den europäischen Ländern massenweise islamische Schulen und in Deutschland werden islamische Kindergärten zugemacht, wo es keine Spur gibt und keinen Hauch gibt von irgendeiner Beziehung zum Terrorismus. Außer, dass die Leute einen Bart haben. Ja, ganz klar. Und dann sieht man, dass der Präsident der Türkei nach Deutschland kommt und redet mit den türkischen Mitbürgern so, dass sie sich hier benehmen sollen und vernünftig sein sollen. Und sagt aber zur selben Zeit, lasst euch nicht assimilieren. Und was passiert dann? Normalerweise wird immer vorgegeben, wir wollen nur Integration. Wir wollen keine Assimilation, nur Integration. Plötzlich fangen alle an, wie die Rumpelstilzchen rumzuspringen, um zu tanzen und sind sich am Aufregen. Hat der Mensch irgendetwas Falsches gesagt? Und daran sieht man ganz eindeutig, dass das Ziel ist Assimilation. Das heißt, Muslime, die mit ihrer Religion nichts zu tun haben. Und wenn es das Ziel ist, dass man Muslime hat, die mit der Religion nichts zu tun haben, ja, dann ist auf der anderen Seite derjenige, der Muslime dazu aufruft, an der Religion festzuhalten, der dazu aufruft, Kopftuch zu tragen, der dazu aufruft, zu beten, der Deutsche oder Nicht-Muslime dazu aufruft, den Islam anzunehmen, er ist dann falsch. Ja? Und deswegen müsst ihr euch auch nicht wundern, wenn in der nächsten Zeit irgendein Schwachsinn über mich erzählt wird. Ob von Muslimen oder Nicht-Muslimen oder irgendetwas anderes. Dann noch ein Tipp an die Brüder und Schwestern. Gib bitte die Internetseite weiter. Ja? Schön verteilen. Und dann natürlich an die anderen Muslime, an unsere Kritiker. Ja? Ich gebe euch mal den Tipp. Lernt den Islam erstmal richtig, ja, bevor ihr irgendeinen Schwachsinn erzählt. Ja?
Beispielsweise hat jetzt jemand, wollte er mein Bidda-Video, wo ich über Bidda geredet habe, wollte er widerlegen. Ich habe in diesem Video drei Argumente nur genannt, weil das war nicht das Thema. Von diesen Argumenten hat er kein einziges widerlegt, er kam nur mit einem Hadith. Und in diesem Hadith hat er gelogen. Er hat, weil er hat den Hadith falsch übersetzt. Der Hadith heißt, Man sanna sunnatan hasanatan. Das heißt, wer eine gute Sunna einführt. Das heißt, wenn ich beispielsweise eine Tat, die von der Sunna vorgeschrieben ist, wenn ich die praktiziere, so dass andere Leute dieser Sunna auch folgen. Ja? Was ist mit dem, dessen Lohn geht, er hat den Lohn von dem, die ihm folgen, bis zum jüngsten Tag. Wie übersetzt er das? Er übersetzt, wer eine gute Erneuerung einführt. Aber wer eine gute Erneuerung einführt, ist was ganz anderes. Wer eine gute Neuerung einführt, bedeutet, man mahada bid'atan hasanatan. Das ist eine gute Neuerung. Und nicht, man sanna sunnatan hasanatan. Das heißt, dieser Mensch lügt. Aber das Kuriose ist, und es ist wie wenn ich mit den Hardcore-Christen diskutiere, du gibst fünf Argumente, er antwortet auf kein einziges Argument, kommt mit einem anderen Argument und das Argument ist falsch. Hier genau dasselbe. Ich gebe einige Argumente, er antwortet auf kein einziges davon, bringt aber von sich selber einen Hadith, den er umdreht, damit es in sein Schema passt. Dann das andere Argument, was er hatte, war der Hadith von Umar al-Khattab, beziehungsweise die Aussage, wo er die Menschen zum Tarawih-Gebet versammelt hat und hat gesagt, Bidatan Hasana, Ni'matul Bidda, was für eine gute Erneuerung. Aber was ist hiermit gemeint? Erstmal, was ist eine Erneuerung überhaupt? Eine Erneuerung in der Religion ist etwas zu tun, was keine Grundlage in Koran, in Sunna und in den Taten der Sahaba hat. Aber Umar al-Khattab ist ein Sahabi und der Prophet s.a.w. hat schon gesagt, folgt meiner Sunna, der Sunna der rechtgläubigen Khalifen. Da er wusste, dass das, was die Khalifen machen, seiner Sunna nicht widerlegen. Und es gibt andere Interpretationen dazu. Aber dann beobachten wir doch mal, ist Salatu Tarawih etwas, was der Prophet nicht gemacht hat? Nein, es ist etwas, was schon praktiziert wurde. Der Prophet hat zu seinen Lebzeiten 3 Tage hintereinander oder 4, weiß nicht genau, auf jeden Fall einige Tage mit den Menschen in Gemeinschaft im Ramadan das Tarawih-Gebet gebetet und hat es dann nicht mehr getan, nicht weil es abrogiert wurde, sondern weil er Angst hat, dass es zur Pflicht gemacht wurde. Und Umar al-Khattab hat also nichts Neues gemacht, sondern er hat etwas getan, was schon gemacht wurde, was aber von vornherein nicht in die Definition der Bid'a, der Erneuerung im wahrsten Sinne des Wortes hineinpasst. Sondern was hier gemeint ist, der Begriff Bid'a hat verschiedene Bedeutungen. Und in diesem Fall ist es die sprachliche Bedeutung. Ich kann zum Beispiel sagen, wir haben es auch mit Begriffen zu tun, ja, für verschiedene Sachen haben wir 2 Begriffe. Oder wir haben einen Begriff, der verschiedene Bedeutungen hat, und hier genauso. Hier ist mit guter Bidda gemeint, die Erneuerung im Sinne, dass er etwas, was schon da gewesen ist, wieder neu eingeführt hat. Von daher von vornherein keine Bidda. Das heißt, der Mensch hat keine Argumente. Aber jetzt gebe ich dir den Tipp, lieber Bruder im Islam, antworte doch mal auf diese Sache. Der Prophet s.a.w. sagt, Kullu bidatin dalala. Jede Bidda ist eine Erneuerung. Imam Malik sagt, und das kann man nachprüfen, Imam Malik sagt, Man ibtada'a bidatin, wer eine gute Bidda erfindet, wer eine Bidda erfindet und sieht die als gut an, der hat gesagt, dass der Prophet die Botschaft verraten hat. Das ist Imam Malik. Antwort doch, was er damit gesagt hat. Das sind meine Tipps, liebe Geschwister im Islam, liebe Nicht-Muslime. Wie gesagt, wir sind manchmal sehr emotional, weil Sie können es sicherlich verstehen, wenn Sie ein offenes Herz haben, wenn man diesen ganzen Schwachsinn sieht, der so erzählt wird, dann kann man das vielleicht auch verstehen. Möge Allah uns alle recht leiten. Subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Und denkt dran, die Seite verteilen. Ashraqat nafsi bi nurin min fuhadi.